Franziska, wir sind heute hier in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz. Es gibt die Preview zu dem Mehrteiler Ein Hauch von Amerika. Wie fühlst du dich? Sehr, sehr gut. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir heute hier sein dürfen. Man hat ja schon irgendwie so ein bisschen gebangt, dass das vielleicht abgesagt wird wegen Corona. Aber zum Glück findet es statt. Und ich glaube, es ist auch was ganz Besonderes, das hier aufführen zu können, auch mit den Gästen, die wir hier haben, weil es ja doch wirklich um die amerikanische Freundschaft geht. Der Film führt zurück in das Jahr 1951 in die Pfalz. Es herrscht eine Aufbruchsstimmung. Was wusstest du vor den Dreharbeiten über diese Zeit? Ja, also diese Zeit an sich, ich glaube, viele hatten die oder haben die gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich musste auch nochmal wirklich nachrecherchieren, mich historisch irgendwie informieren, was da genau alles passiert ist. Es ist eine Zeit irgendwie der Versöhnung, aber gleichzeitig auch des Aufbruchs. Es gibt viele Konflikte und gerade auch in der Pfalz, also man kennt das ja irgendwie, die 50er Jahre vom Wirtschaftswunder, Stunde Null, und da ist der Film oder unser Drehbuch greift eigentlich was ganz Wichtiges auf, was da wirklich alles so passiert ist mit den Kasernen, dass die Amerikaner gekommen sind, die Konflikte zwischen den ganz armen Menschen in der Pfalz, die dann teilweise sogar enteignet worden sind und so weiter und so fort. Also sehr viel Neues leider auch, was mir gar nicht so bewusst war, und deswegen finde ich es auch wichtig, da mitzuspielen. Der Film spielt ja ausschließlich in der Pfalz. Wo habt ihr denn gedreht? Auch ausschließlich dort? Ja, wir haben in der Pfalz gedreht, wir haben in der Eifel gedreht, wir haben auch in Köln gedreht und sind da eigentlich die ganze Zeit umhergereist. Also von daher, ja. Hast du viel Neues entdeckt für dich? Jetzt in der Gegend, in der Pfalz? Ja. Schon, weil ich bin aufgrund Corona mit dem Auto unterwegs gewesen, teilweise auch, weil wir in Quarantäne waren. Und ich bin viele Landstraßen entlang gefahren und finde die Landschaft da einfach wahnsinnig schön und lieblich. Und hatte einen schönen Sommer dann irgendwie doch, ja. Du hast es gerade angesprochen, Corona. Ihr habt vor Corona direkt davor angefangen mit den Dreharbeiten und dann kam der Lockdown. Ja, also es war wirklich sehr schwierig. Irgendwie mussten unsere ganzen Dreharbeiten abbrechen. Wir waren dann auch in Kurzarbeit und haben dann wieder gestartet, ich glaube im Juli. Also wir haben im März angefangen, haben dann gedreht, ich glaube bis Ende März, also ein paar Wochen, nur 3 Wochen oder so. Und dann ging es schon los, dass wir irgendwie abbrechen mussten. Ich habe mir mein Zeh gebrochen beim Tanztraining. In der ersten Drehzeit. Und das ist vielleicht ganz lustig zu erzählen, weil ich ganz dankbar darüber war, dass der Zeh ausheilen konnte, weil ich natürlich viele Tanzszenen habe als Erika. Und ja, dann haben wir wieder halt im Juli angefangen und das war sehr schön. Also hat Corona auch was Gutes gehabt. Eine kleine gute Sache, ja. Hast du auch mal darüber nachgedacht, ob das ganze Projekt denn vielleicht begraben werden muss durch Corona? Nein. Eigentlich nicht. Also ich glaube, die Produktion ist so toll gewesen, das ganze Filmteam. Für uns war es, glaube ich, alle wichtig, das zu Ende zu bringen. Und dass wir das jetzt das Jahr zu Ende drehen konnten, war halt sehr toll. Aber sonst hätten wir das wahrscheinlich das nächste Jahr zu Ende gedreht. Und ja, man muss Geschichten zu Ende erzählen, finde ich. Du spielst die Erika, eine der beiden Hauptfiguren in dem Film. Was kannst du uns über Erika verraten? Erika ist ein Freigeist, eine ganz mutige Frau dieser Zeit, wie ich finde, zumindest so am Anfang auch, also ist sie sehr mitreißend. Und ich habe sie wahnsinnig gerne gespielt, weil sie gerade, wenn es um die Rolle der Frau geht, sich nicht gerne mit diesen alten Bildern irgendwie behaften möchte, sondern sie möchte wirklich das Neue und das Moderne, und ich mag das. Wie viel Erika steckt von dir da drin? Also umgekehrt, wie viel Franziska steckt in der Erika, so. Also auf jeden Fall der Freigeist. Also ich bin auch sehr so, dass ich denke, es muss sich noch ganz viel in der Welt verändern. Und ich glaube, deswegen ist auch dieser Film wichtig, gerade was das Thema Rassismus angeht zum Beispiel. Und als Frau auch, also ich bin wahnsinnig froh, jetzt zu leben und nicht damals so, ne? Weil es war schon noch ein anderer Schnack, sag ich mal so, was man alles so von der Familie auch irgendwie aufoktroyiert bekommen hat. Und ja, also einfach immer weiter, und ich glaube, wir müssen uns einfach weiterentwickeln. Ein historischer Stoff, bereitet man sich da anders vor als auf einen Gegenwartsstoff? Natürlich schon, also man muss
ja, die Sprache der Geschichte sprechen. Also das merkt man schon am Drehbuch, ist eine andere Sprache dort. Aber auch natürlich sich zu fragen, okay, was ist eigentlich, was passiert so nach dem Krieg, gerade für die jetzt Erika, wie hat sie den Krieg mitbekommen? Da sind viele Fragen gewesen, die ich irgendwie mit einem Coach beantwortet habe, aber trotzdem geht es auch im Film und in Geschichten immer um das Gefühl. Das heißt, für mich war Musik sehr, sehr wichtig und hat mir auch geholfen, irgendwie mich da so emotional in die Rolle reinzufinden. Hm. Erika hat eine beste Freundin, die Marie. Die beiden sind fast wie Schwestern, ja, zum Anfang. Das ändert sich aber im Laufe der Geschichte. Was kannst du uns dazu erzählen, was die beiden verbindet und was sie dann wieder trennt? Warum also, sie dann so getrennte, ja, Wege gehen? Also ich glaube, jeder hat ja vielleicht so einen Sandkastenfreund, eine Sandkastenfreundin. Und was an diesen Freundschaften so schön ist, dass einfach Zeit wahnsinnig viel verbindend ist. Man erlebt die Pubertät zusammen und so war das auch bei Erika und Marie. Das heißt, wenn der Film anfängt oder unsere Serie anfängt, ist es wirklich so, es sind beste Freundinnen, auch wenn sie wahnsinnig unterschiedlich sind. Und ich glaube, Freundschaften sind einfach Beziehungen. Manchmal unterschätzt man das und man denkt, Freundschaften sind einfacher als Liebesbeziehungen. Aber Freundschaften sind, also liegen auch tief und können auch verletzend sein. Und ich glaube, das ist das Schöne, was dieser Film aufgreift, zu sagen, eine Freundschaft ist auch ein Stück weit Liebesgeschichte, die sich entzweien kann. Und vielleicht finden Erika und Maria in Zukunft wieder zusammen. Das habe ich mir irgendwie so erhofft. So. Und ich glaube auch Marie. Aber man weiß es nicht. Mhm. Erika hat einen besonderen Freiheitsdrang, hast du ja schon gesagt. Ja. Der wird ja auch aber dann ausgebremst, kann man vielleicht sagen so. Sie wird ja in ein Heim weggesperrt. Ja. Was wusstest du darüber denn überhaupt? Also mir war das neu, dass es sowas gab. Mir war es auch neu und es hat mich auch sehr schockiert, auch gerade was da dann passiert ist. Und das ist wirklich nochmal so die Rolle der Frau, dass es wirklich ganz anders war und auch noch gar nicht so lange her ist. Wirklich diese Kittel, also wirklich, was man da so angehabt hat und was man für Arbeit machen musste und dass es das überhaupt gab, das war für mich neu und aber auch spannend zu spielen, weil das natürlich schauspielerisch gesehen einfach ein toller Bogen ist, ja, vom Kleid hin zum Kittel und dann wieder zurück, also es ist, ja. Aber ihr habt ja zum Glück auch eine Menge Zeit gehabt, also es sind ja 6 Folgen. Genau, also wir hatten sehr, sehr, sehr lange Dreharbeiten. Ja, ja. Wie zufrieden bist du mit dem Ausgang der Geschichte? Hättest du dir vielleicht für Erika einen anderen Schluss gewünscht? Nein. Ich bin als Schauspielerin doch, sag ich mal, immer für die Gesamtgeschichte. Und ich glaube, das hat schon so Sinn gemacht, wie es jetzt so ausgegangen ist. Und ich finde auch, Erika hat jetzt nicht am Ende verloren. Ich darf jetzt nicht so viel spoilern, wahrscheinlich. Nee. Also deswegen habe ich ja auch so gefragt eben. Ob man sich ein anderes Ende hätte vorstellen können. Ja, ich finde, Film ist ein Als Stück... Als Zuschauer, finde ich, ja, wartet man drauf. Ja, natürlich, aber es kann ja auch noch weitergehen. Ihr Leben ist ja nicht vorbei. Und was ich spannend finde, ist, wenn Kämpfer oder Kämpferinnen, und so sehe ich Erika, wieder aufstehen. Und diese starke Person, hoffe ich, dass man die trotzdem zum Schluss noch irgendwie sieht. Und sie vielleicht ja nochmal einen großen Bogen machen kann und wieder irgendwie zu dieser Fröhlichkeit, ja, zurückkommt. Ja. Wenn wir nochmal auf den Film zu sprechen kommen und auf die gesellschaftliche Rolle der Frau damals und heute, welchen Beitrag kann der Film leisten zur Geschichtsaufarbeitung oder auch für die Zukunft? Naja, also ich finde, wir sind immer noch, ja, die Frauen sind irgendwie gleichberechtigt, aber auch irgendwie immer noch nicht. Also ich meine, da muss man sich nur... die ganze Wirtschaft angucken, da gibt es noch ganz viel zu tun und ganz viel zu machen. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Film auch ein Stück weit motiviert. Es muss immer diese Kämpferfrauen geben. Ich glaube, die gibt es heute auch ganz wunderbar. Und an die muss man sich halten und das halt in die Normalität umsetzen. Finde ich ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Ich bedanke mich für das Gespräch, ja, und wünsche dir natürlich viel Erfolg mit diesem Film. Und mit allen Projekten, die noch kommen.